Retzstein, Retzstein, der muss hier irgendwo versteckt sein. Ja, bin ein bisschen auf Ressourcensuche gegangen hier, ne, mit meinem schönen Laser, mit meiner Laserhacke. Ach, die kann ich ja direkt mal ausprobieren. Ah, nee, Moment, ich mach die erstmal hier kaputt. Dann bin ich so los. Und ich bin hier drüben in der Zipfelhöhle, Zipfelberghöhle, auf Level 14 oder so. Und also Höhe 14 und auf dieser Höhe soll man hier relativ viel Diamanten und Zeug finden. Und ich mache jetzt hier einfach mal so ein paar Bohrungen. Hoffe, dass ich Glück habe. Bin ein bisschen schlecht ausgestattet mit Fackelei. Ich glaube oben. So, das war's. Jetzt kann ich auch direkt mal. Ah, da ist sie doch. Schauen wir mal. Ja. 52. 54. Also Effizienz ist jetzt hier vielleicht doch nicht so ganz, oder ist die ist haltbarer jetzt, ne? Nicht ergiebiger, sondern haltbarer. Ja, gut. Ist auch schön. Geht das auch schneller? Mal eben ein bisschen testen, ne? Da, da, da. Und da, 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 da. Aha, geht ein bisschen schneller. Da, da, da. Da, da, da. Und. Da, 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 da. Ja, cool. Geht schneller. Brauche ich ja erst recht jetzt keine schöne, gute Silberhacke verwenden. Ja, Leute, Kohle, okay, Kohle ist auch schön, sicher, aber ich dachte jetzt doch eher, vielleicht sollten wir mal so einen Lavasee trockenlegen. Da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Auf Redstone und Goldsuche und Diamanten vor allem. Da glatt wieder meine Schaufel weggelegt. Ich weiß nicht, wo ich so richtig hin soll. Da oben ist es mir so gefährlich. Da ist ja auch so ein Giftspinnenspawner. Blub. Die hatte ich, glaube ich, sogar schon mal hier ein bisschen trocken gelegt. Hier vorne war auch alles. Ja, richtig, so bin ich überhaupt hier hingekommen, weil ich hier alles voller Lava war. Habe ich irgendwann mal trocken gelegt. Ja, hier schon relativ tief. Hier ist nichts mehr. Da war ich schon. Hier war ich schon in dem Bereich. Ja gut, da muss ich wohl doch in den gefährlichen Bereich vordringen. Mal so ein bisschen hier auf Jagd gehen. Brauch sowieso wieder neue Level. Alles wieder. Oh, da kommt ja auch wieder. Ja, den, komm mal, der ist gar nicht schlecht. Vielleicht droppt der, komm, du droppst doch jetzt was. Gib mir was von deinen Drops. Das Zeug kannst du behalten. Wie komme ich denn da am besten ran? Wow, geht das überall noch lang? Da unten müssen wir auch mal hin, ne? Da ist aber schon fast wieder Bedrock. Mal zumachen hier, ne? Erde. Vielleicht kann ich das Gammelfleisch da gleich mal reinschmeißen. Komme ich da nicht ran? Ah, ja, super. Sowas passiert ja auch nur mir, ne? So, das wollte ich wegmachen. So, nun fließ ab. Fließ ab. Jetzt kommen dahinter so lauter schöne Diamanten zum Vorschein. Wetten? Okay, gecheckt.
Monstertechnisch bin ich im Moment seit einigen Folgen nicht so sehr verwöhnt worden. Also, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Die droppen nichts mehr, gescheites. Die kommen kaum, tauchen kaum auf. Ein paar Nächte an der Ponderosa rumgegammelt, ey, nix. Doofe Spinnen. Sonst nix. Oh, guck mal hier. Oho. Meine Hochgeschwindigkeitssteinacke. Ach, da werde ich mal wieder. Das ist natürlich nicht schlecht, da werde ich jetzt mal öfters mal so nochmal in Nether zu dieser Blaze-Falle. War ich auch länger nicht. Blösen Nether-Warzen habe ich auch noch nicht gefunden. So, ich nehme mich auch mal mit. Da geht es noch irgendwie weiter. Das interessiert mich jetzt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Vor allem mit 4 Fackeln noch in der Tasche. Ja, schön. Ganz toll gemacht. Okay, wenigstens jetzt hier für Helligkeit gesorgt. Ganzen Stolperfallen mal noch ein bisschen weghauen. Hier, Kopfstoßerei. Tut immer so weh, wenn wir an den spitzen Steinecken da den Kopf stoßen. Ne? Blutet immer so doll hinterher. Was haben wir denn hier jetzt? Haben wir denn jetzt hier mal ein paar Diamanten? Da ist immer noch Lava, Mann. Geh doch mal weg, Lava. Ja. Hier wieder aufmachen. Ja, wunderbar. Ich hoffe, und Dunkelheit. Aber nichts zu sehen hier, ne? An Bedrohungen. Okay, was ist das denn jetzt hier für ein Wasserfall, Mensch? Der ist jetzt aber auch noch nervtötend. Muss ich mal irgendwie hoch da. Da geht's auch noch mal weiter, aber das ist schon wieder für Diamanten zu hoch. Ah, Volltreffer. Okay. Bisschen Licht machen da. Keine Fackel mehr, aber ich baue mir mal eben welche. Wozu findet man auch so viel Kohle, ne? Ah, wieder 12 Stück da. Plumps, plumps, plumps. Oh, Lapis Lazuli. Wie schön. Oh, dann nehmen wir doch auch mal direkt hier alles mit. Vielleicht finden wir noch mehr. Ja, müssen wir jetzt auch mal langsam was mit Blau machen. Wir müssen mal langsam Blau machen hier. Also, was kommt nicht in Frage? Wir sind hier leidenschaftliche Buddler. Wir machen nicht Blau. So sollte ich das jetzt nicht machen. Lieber mit der Hand oder mit einem Stein. Und die Schienen, die sammle ich hier einfach mit ein. Ja, so ist das mit der Diamantensuche, ne? Da findet man alles mögliche andere. Eigentlich wollte ich hier nur, ich wollte auch niemals Diamanten. Nur Redstone würde mir schon reichen. Die blöden Spinnenwäden, die könnten wir auch so lassen. Da bräuchte man jetzt wahrscheinlich so ein Schwert, ne? Was die dann so nicht zerschlägt, ne? Wer weiß, vielleicht finden wir es ja noch. So, da könnte ich auch so reinhauen. Zack. Oh, noch mehr. Oh, guck mal hier. Ah, ey, das ist eine richtige Lapisquelle, aber ich höre was. Ich höre sowas sich nähern. Leise jetzt. Okay, Zombie, komme ich mit klar? Wusste ich's doch. Ja, die sind intelligent. Ey, das merkt man sofort. Naja, gut, solange sie nicht intelligenter sind als ich. Ne? So. Ja, jetzt kommt gleich der nächste.
mach das von der anderen Seite, dann sehe ich wenigstens, was kommt. Möchte hier auch noch die Zäune mitnehmen und das Holz. Ja, und Spinnenfäden, da habe ich so viel im Keller. Man könnte meinen, ich sei selber eine Spinne. So. Wo ist denn dieser Skeletttyp? So, dann kommt man alle mit hier, so. Zäune auch. Mal eben hier gucken, weil hier ist das, was ist das denn hier noch alles? Hier klingelt das irgendwie, ne? Ich habe gar nicht gesehen, den Gang hier. Naja. Das war's mit unserer schönen Zauberhacke. Nehmen wir also wieder das alte Material. Hier den gegossenen Koppelstein. So, jetzt bin ich gespannt, ob das hier was gebracht hat. Leider nicht, aber ich buddel einfach noch ein bisschen querfeld ein. Man weiß nicht, was vielleicht noch. Ich hatte das bereits mehrfach unter Lava. Bin auch, glaube ich, zu hoch jetzt für Diamant zum Beispiel, ne? Ja, 17 ist zu hoch, ein bisschen. So 12 sollte man da machen, 12. War nicht 12 bis 15 oder sowas? Ich weiß es nicht. Hey, du! Lässt du das wohl sein? Gott sei Dank war das nur normale. Wo kam die her? Von da oben? Ja, Sicherheit ist hier nur relativ. Toll ist es hier ja, ne? Schon alles schön ein bisschen ausgebaut. War hier nicht noch ein Schacht? Ja, hier hätte ich ja noch einen. Laufen wir mal hier lang. Oh, hier habe ich bestimmt noch. Ach, guck dir das an, was da alles noch drin ist. Bisschen dunkel noch die Ecke hier. Komm, da müssen wir noch was hinhängen. Ja, hier geht's runter. Schön, da mit diesem Vorhang. Komm, hier muss man noch irgendwo. Hier ist eine Sackgasse. Bei Zeiten schon mal ein Slime. Ein kleiner Slime. Hey, wo kommst du denn her? Wo willst du denn hin? Warum bist du denn tot? Und warum hast du nichts gedroppt? Ich sag ja, die droppen nichts mehr. Die mögen mich nicht mehr. Ich habe da kein Verständnis für. Das können die mir doch nicht antun. Ich steigere mich da jetzt rein. So, zeig mal hier noch ein bisschen. Oh, das ist alles okay. Das ist auch alles okay. War ich denn hier schon mal? Ich glaube nicht. Was? Könnte ja jeder kommen. Doch, doch. So eine Fackel, die habe ich da mit Sicherheit hingesetzt. Eigentlich will ich ja nur Redstone haben, ne? Haha, wer sucht, der findet. Na, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Siehste, man darf nur einfach nicht aufgeben.
Hier kommen wir sicher nicht nochmal so schnell hin, deswegen nehme ich das auch direkt mit. Bisschen gefährlich ist es hier ja noch. Große Gefahr. Alles klar. Heuntli Beuntel. Jetzt geht's ab. Silber, ja. Ohne Ende Silber. Herrlich, Kohle, nehmen wir auch mit. Nehmen wir alles mit. Ach, und noch mehr. So viel will ich doch gar nicht. Das ist immer so mit den Kohleadern, ne? Und das Schönste, das hebe ich mir zum Schluss auf. Redstone. So, hier sollte man entweder wieder zukippen oder eine Fackel reinstellen. Ich glaube, ein paar Fackeln kann ich noch machen, ne? Na. Ach komm, das brauchen wir eh sonst nicht. Hä? Ja, gut. So, jetzt auch mal erstmal wieder ausgesorgt mit den Fackeln. Das geht mir ja schon ein bisschen auf den Keks, dass die ständig aus sind heute. Oder alle, ne? Ständig alle, wie man so schön sagt. Alle Fackeln, alle. Wupp. Ja, ich vergesse den Redstone schon nicht. Keine Sorge. Das ist so verlockend hier. Ach. Jetzt kommt was von oben mit, ne? Irgendwie so ein Sprengwurm oder sowas. Nein. Alles in sich, alles okay. Aber hier. Schienen ohne Ende, Leute. Ich glaube, das mache ich auch mal hier. Meine Eisenbahn durchs Nether bauen und so. Ich überlege nämlich, wo man sonst noch eine Eisenbahn bauen könnte, wo es ein bisschen Sinn macht. Höchstens hier so aus dem Stollen raus, ne? Mit so einer Lokomotive dran, die dann immer schon die Kisten nach oben fährt. Warum nicht, ne? Da ist noch mehr Redstone. Kann mir auch einer sagen, wo ich nochmal lang muss, wenn ich wieder raus will? Ich muss hier auf jeden Fall etwas mehr Platz machen. Es ist so unübersichtlich mit diesen ganzen Säulen hier immer. Alles klar. So, und dann würde ich sagen, noch hier dieses Holz mal eben mitnehmen. Und dann gehe ich zu dem Redstone. Kassiere das gnadenlos ein, das Zeug, ja. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg nach Hause. Vielleicht gleich noch die eine Hacke da verbraten und dann ist gut. Oh. Hier ist aber auch noch ein bisschen Dunkelheit, ne? Oh. Ja, okay. Ne? So macht man das. Das ist Butlerglück. Ja. Schwapp macht's.
Schwapp und Plöpp. Das sind die Geräusche, die wir gerne hören. Schwapp und Plöpp. Alles voller Schätze. Ja. Ach, da hau ich sogar mit der Silberhacke in den normalen Stein. Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Da ist noch mehr Redstone runter. Und so sehr ich mich jetzt freue, umso mehr ärgere ich mich gleich, wenn ich auf dem Nachhauseweg doch irgendwie wieder überfallen werde. Immer vorsichtig jetzt, hier ist ja schon Lavahöhe und alles gefährlich und so. So, hier habe ich abgeräumt. Ups. Nichts passiert. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Stelle im Geiste, wo wir hin müssen für Redstone. Weil sonst buddel ich hier in 3 Tagen noch, ne? Also ich höre ja nicht auf. Ist einfach unglaublich mit mir. Immer diese Buddelei. Ach komm, nur noch diese einen Pfosten hier. So, den nehme ich jetzt weg und dann bricht alles zusammen. Wo war denn das jetzt mit der anderen Stelle, die wir zuerst hatten? Da hinten, ne? Auf der Ecke, ja. Oh, noch eine Schiene vergessen. Ja, genau. Mitnehmen. Mitnehmen, was geht. Oh. Ja, das ist doch schön. Da habe ich doch noch ein bisschen Glück gehabt. Mit Schwupp und Plöpp, sozusagen. Okay. Das soll mir jetzt reichen. Ich esse schnell was. Und bring das Zeug in Sicherheit. Ja. Fackel links hier. Ja, das kann jetzt da liegen bleiben. Das hole ich mir später. Hier geht's lang. Da ist meine Treppe. Moment, nicht so schnell. Wo war denn die andere Treppe? Hier sind noch Pilze. Ne, hier lang, ne? Kiste so. Oh komm, nehmen wir direkt auch mit. Und die Kiste selbst auch. So. Hui. Dann hier lang. Da können wir auch noch runter, ne? Aber mache ich jetzt nicht. Ist auch schön, schon mal, dass man hier so befestigte Wege hat. Das macht die Sache doch um einiges leichter. Ich schaue kurz hier rein, was ich noch an wertvollen Sachen habe, die oben gebraucht werden. Hier ein paar Zäune vielleicht nehmen, hier ein bisschen Sachen verlagern. Noch ein Schwert. Ach. Jetzt werden die aber noch aufdringlich hier am Ende. Wo war der? Warum ist der gestorben? Darunter gefallen. Egal, Leute, ich mache, dass ich hier Land gewinne. Ich hau ab hier. Nix wie ab nach draußen. Wobei mir einfällt, dass oben der oberste Raum, der ist jetzt zersprengt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der ist nicht mehr so intakt. Da können die jetzt rein und raus marschieren, wie sie wollen. Deswegen ist das hier alles nicht so wirklich sicher. Nun denn, ich werde es irgendwie schaffen. Bis zum nächsten Mal dann.